Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Morgenroutine, beziehungsweise wie ihr positiv und schon positiv eingestellt in den neuen Tag starten könnt. Und das als Mama. Ich weiß, es gibt unglaublich viele Videos zu Morgenroutinen. Das können wir als Mamas aber einfach alles nicht umsetzen, weil wir morgens nicht die Zeit und die Ruhe haben. Was wir aber machen können und was ich morgens mache: Wenn ich aufwache, beziehungsweise von einem Kind geweckt werde, das ist meistens Vincent, dann erbete ich mir von ihm immer noch mal 5 Minuten, bevor wir aufstehen. Da legt er sich noch mal neben mich und ist auch die 5 Minuten ruhig. Und in diesen 5 Minuten mache ich meine Dankbarkeitspraxis. Das heißt, ich zähle mindestens 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und ich visualisiere mir meinen Tag, wie er im bestmöglichen Fall positiv verlaufen könnte. Ich habe also die Augen geschlossen und stelle mir wie so ein Kinofilm meinen Tag vor. Vom Aufstehen, dass das alles unglaublich reibungslos läuft, dass die Kinder sich problemlos selbst anziehen bzw. anziehen lassen, dass wir ganz pünktlich ohne Stress im Kindergarten ankommen, wie mein Arbeitstag verläuft, wie der Abend verläuft, das alles stelle ich mir vor und immer positiv, in den schönsten Farben, so gut möglich es verlaufen könnte. Das stellt euch das. Diese 2 Übungen bewirken erstmal, dass ihr euch schon gut fühlt, dass ihr fröhlich seid, dass ihr Bock auf den Tag habt, dass ihr motiviert seid. Und das macht schon mal ganz, ganz viel aus, wenn man mit so einer Energie in den Tag startet. Dann machen wir super gerne, uns gute Musik anzumachen, die einfach so, bam, gute Laune macht. Da gibt es so eine Playlist auf meinem Handy und dann mache ich die an. Die kennen auch die Kinder schon und dann tanzen die gerne auch nochmal eine Runde. Super wichtig. Auch eine gute Möglichkeit, um gut in den Tag zu starten, ist Achtsamkeit. Das heißt, wenn ihr im Badezimmer seid und euch die Zähne putzt, halt nicht mit Gedanken zu sein, was muss heute eingekauft werden, was muss heute erledigt werden, sondern einfach Zähne putzen. Halt mal bewusst schauen, wo ist meine Zahnbürste gerade, mache ich das alles ordentlich, weil dann seid ihr in dem Moment und seid mit euren Gedanken nicht schon wieder da, sondern hier. Das ist ganz, ganz wichtig, um ruhig in den Tag zu starten. Und Ruhe am Morgen finde ich unglaublich wichtig. Also nicht Ruhe zu haben, Ruhe einen Tee zu trinken oder so, also die Illusion habe ich nicht, aber innerlich ruhig zu sein, weil das überträgt sich auf die Kinder und dann sind die viel kooperativer und das läuft morgens alles viel, viel ruhiger ab. Und da auch immer wieder, wenn ihr in Stress verfallt, sich die Frage stellen, ist das gerade nötig? Ist es gerade nötig, so einen extremen Stress zu machen, nur weil ihr 2 Minuten später im Kindergarten seid, als ihr sein wollt? Ist das wirklich den Stress wert? Meistens nämlich nicht. Und dann ist natürlich auch Vorbereitung unglaublich wichtig, um den Morgen ruhig zu gestalten. Das heißt, die Rucksäcke der Kinder halt schon am Abend zu packen, die Klamotten schon rauszulegen, auch am Abend nochmal zu überlegen, müssen die irgendwas Besonderes in den Kindergarten mitbringen? Muss ich noch irgendwas für den nächsten Tag vorbereiten, damit man nicht früh dasteht und, oh mein Gott, ach, das musst du auch noch machen? Das macht unglaublich viel aus. Und wenn du doch Zeit für dich haben solltest, ich mache das zum Beispiel manchmal, wenn ich dann die Kinder weggebracht habe und dann nochmal ein bisschen Zeit habe, zähle ich auch noch so ein bisschen zur Morgenroutine. Dann könnt ihr Yoga machen, könnt meditieren, könnt Tagebuch schreiben, was euch Spaß macht, was euch Freude bereitet, was euch ruhig, entspannt und mit einer freudigen Stimmung in den Tag starten lässt. Zum Thema Yoga gibt es ganz viele Videos schon auf meinem Kanal. Zum Thema Meditation läuft aktuell gerade meine Meditations-Challenge, die ihr dann in dieser Zeit super gerne machen könnt. Zum Thema Tagebuchschreiben gibt es auch schon ein Video von mir. Das verlinke ich euch jetzt hier irgendwo. Hoffe, dass euch das heutige Video gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was so eure Morgenroutine ist. Ob es so gewisse Dinge gibt, die ihr morgens immer mehr tut, um positiv in den Tag zu starten. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.